Es ist viel zu früh, um sich wegen eines Deals mit Nordkorea und die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu freuen, so der Präsident von Südkorea, Moon Jae-in, der hier in Seoul mit seinen politischen Rivalen spricht. Es ist nur der Anfang eines sehr langen Prozesses und er sagte auch, dass die internationalen Sanktionen beibehalten werden sollten, während diese Verhandlungen fortgeführt werden. Und das spiegelt die Ansicht des US-Vizepräsidenten Mike Pence wider, der die Strategie des maximalen Drucks auf Nordkorea beibehalten will, während der Dialog weitergeht, und zwar vor dem Hintergrund dieser beeindruckenden Erklärung Nordkoreas, dass sie jetzt bereit sind, über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu sprechen. Hier gibt es einen wichtigen Vorbehalt. Die Nordkoreaner sagen, dass ihre Sicherheit garantiert und die militärische Bedrohung aufgelöst werden muss. Sie erklären nicht, was es war. Doch wenn man sich Südkorea anschaut, finden sich mehr als 20.000 US-Soldaten hier. Ein Hinweis auf die Veränderung des Gemüts Nordkoreas ist, wenn man so will, dass einige Leute vor ein paar Monaten sagten, wir seien am Rande eines Krieges. Eine Sache, auf die man achten sollte, ist die Wiederaufnahme gemeinsamer militärischer Kräfte durch Südkorea und den USA, die laut den USA im April beginnen sollen. Jetzt sagte Kim Jong-un, der Delegation aus Südkorea, er verstehe jetzt diese Übungen, bevor sie als rotes Tuch für die Nordkoreaner angesehen wurden und sie reagierten sehr energisch auf diese gemeinsamen Kräfte. Es wird entscheidend sein, zu sehen, wie Nordkorea dieses Mal reagiert und wie ernst es ihnen ist, diesen diplomatischen Weg zu gehen, anstatt das Säbelrasseln, für das wir Nordkorea kennengelernt haben.